So, jetzt willkommen zurück zu einer weiteren Runde Outlast und ich sehe auch nichts. Ja, ich bin gerade aus der Schule hergesprintet, um noch schnell aufzunehmen, denn durch den OP-Guide habe ich es nicht mehr gestern geschafft, Outlast aufzunehmen, deswegen heute ein bisschen später. Soll uns aber nicht stören und stört höchstens dieser Typ, der ein Frauchen will. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo lang. Wir gucken einfach mal. Ich bin gerade dadurch, dass ich mich jetzt hier so reinstürzen musste, habe ich mich gar nicht jetzt so genau darauf vorbereitet und bin deswegen noch gar nicht so drin. So, wo müssen wir lang jetzt? Ist jetzt offen? Ja, das sieht offen aus. Wow! Alter. Da ist ein... Wie kommen wir denn hier weiter? Hier waren wir doch schon. Warte mal. Erreichen... Ja. Ich... weiß jetzt echt langsam nicht mehr, wo weiter. Das ist quasi derbe kernbehindert. Ich muss irgendwie den Strom ausschalten, damit ich da durch kann. Das Problem ist, wir waren ja unten drinne. Warte, dann gehe ich nochmal unten rein. So, dann gehen wir nochmal unten rein. Ne? Ne, war das hier überhaupt? Nee, hier war es nicht. Hä? 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 Achso, ja, wir müssen hier, glaube ich, lang, oder? Nee. So, hier ging es runter, ne? Ja. Gut. So. Und jetzt? Hier ging es auch nicht weiter, ne? War da gerade ein Kopf? Nee. So. Scheiße, der Typ ist weg, der hier hingewichst hat. Das ist nicht gut. Warum ist der Typ weg? Wow! Wow! Oh, oh Gott! Alter Schwede, Junge, geh weg! Tut er mir was? Oh. Hey, jetzt musste ich zweimal den Strom ausmachen. Was ist das für eine Logik? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, 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 hier. Ach du Kacke. Geh weg, Junge. Oh Gott. Alter Schwede, ich mach die Tür zu. Geh nach Hause, Junge. Oh. Oh, ich dachte schon, das sind meine Schritte. Ja, direkt wieder am Einölen hier. Ach, jetzt sind wir drüber quasi. Ja, das sieht beides nicht sehr einladend aus. Links ein bisschen mehr wie rechts. Dann gehen wir mal links. Was ist denn hier überhaupt? Hallo? Das sieht hier so schön aus. Fuck. Der Dingens. Der Wallrider. Hallo? Oh Gott, Alter. Wo muss ich lang? Hallo? Da geht's nicht weiter. Komm, wir reißen sie auf. Wir sind mutig. Alter, wo sind wir? Ich komm derbe nicht drauf klar. Hier ist Wasser. Hallo? Müssen wir schwimmen? Oh, hier ist eine Batterie. Zack! Ich habe übrigens letztes Mal ein Dokument übersehen, ne? Habt ihr mir gesagt. Das ist natürlich... Ich habe mich direkt geritzt. Bestrafung muss sein. Ja. Sollen wir jetzt hier rein? Damit, planschen? Und der Sound lässt instant nach. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und da ist was reingefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Batterie. Alter, ich lade kurz nach. War's das jetzt, oder? Da hat wer voll in den See gekackt, Alter. Ich komm jetzt hoch. Wehe, 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 wehe. Da ist eine Tür offen. Und hier nicht. Ihr Hunde, wer kackt denn hier in den See, Mann? Oder Teich? Was weiß ich, was das... Jetzt bin ich wieder hier, oder? Ich weiß nicht, ich habe total die Orientierung verloren. Gut, gehen wir weiter. Da kann ich lang. Da komme ich her. Ach, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Okay. Okay, okay. Jetzt durchs Hundeloch hier. Hallo. Wow! Alter. Junge, geht's dir gut? Mann, schmeißt du nicht hier einfach so mit Leuten nach? Leuten! Sind sie total kernbehindert da oben? Der hätte sich doch was tun können, der Arme. Speichert. Nein. Oh Gott, Alter. Hier bin ich gerne. Hier bin ich richtig gerne. Und vor allem, er ist von oben gefallen. Yay, lass hochgehen. YOLO shit. Ich hau mich weg. YOLO swag. Hey, hey, hey. Hipster yo. Swag YOLO. Cooler Turm. Voll YOLO. Der Turm ist echt YOLO. Und der hat Swag. Auch wenn ich da echt kein Profi bin, um das zu beurteilen. Aber... dieser Turm. Hier, allein das Licht. Übel swaggy. Sagt man das so? Swaggy? Wollen wir hier rüberspringen? Oh Gott. Oh, oh Gott. Hoch. Geht doch. Alter, nee. Oh nee, ich hasse so einen Rauch, weil da sieht man selbst mit... Was will ich denn überhaupt da oben, Mann? Erreiche. Denkst du, der Verwaltungsblock ist auf dem Turm oder was? Junge, du hast doch selber keinen Plan, wo du lang gehst. Oder ich. Oder wir. Hallo? Hallo? Ich will nach Hause, bitte. Sofort. Können Sie ein Taxi rufen? Danke. Schmeißt er erstmal mit Leuten nach Leuten, ey. Hallo? Jetzt gleich durch ein Fenster packt mich wer oder so. Hier, da, da, das sieht gut aus. Hallo? So, jetzt werd hier geschmissen! Wer war das? Ich schmeiß dich selber runter, Junge. Hallo? Alter, wo sind wir hier? Alter, da muss ich rüberspringen, oder? Alter Falter. Wir sind jetzt oben drauf. Jetzt sind wir oben auf. Ja. Entschuldigung. So, und hier? Da hängt eine Leiche. Alter, da muss ich springen? Wer springt denn da? Das ist doch geisteskrank. Das schaffe ich niemals. Ja, aber es ist relativ eindeutig. Okay, ich versuch's. Wurde ja gespeichert. Und rüber! Oh ja, nice. Was, was jetzt? Was jetzt? Alter, hoch! Hoch! Junge, zieh dich hoch! Hast du nicht trainiert? What the fuck? Das habe ich überlebt? Wie überlebt man so eine Scheiße? Junge, steh auf, steh auf, steh auf. Es ist nicht gut. Ich spüre, dass hier etwas nicht gut ist. What the fuck? Grow some hair on your head. Alter, wo sind wir hier? Wir sind jetzt im Keller oder was? Ne, wir sind einfach nur auf dem
in eine Scheune gefallen. Und dahin ist ein Verrückter. Ha, sowas Abwechslungsreiches. Ich meine, verrückt. Okay, wir nur mutig voran. Guck mal, ein Besen. Haha, ein interessanter Besen. Wie schön. Okay, wir gehen ja schon. Hallo? Ist da wer? Oh, hier. Schau an. Ein Bettchen. Wer hat denn da gerade gesprochen? Oh, ist das schön. Ich bin kein Lamm. Sind das hier wieder Gebrüder Pimmelfratz und Arsch? Nee, warte. Gebrüder Arschfick und Pimmelfratz, genau. Falls ihr euch erinnert aus Outlast 1. Glaskin? Moment. Unter den... Nein. Oh nein, Alter. Ich will kein Frauchen werden. Ich hab's gewusst, Mann. Wo ich dieses Scheißgedicht gefunden habe, hab ich's gewusst. Irgendwo ist der Glaskin und denkt, Alter, ich will nicht, Mann. Ich will nicht. Nein! Du Scheißspiel! Nein, würde ich nicht. Geh nach Hause, ey. Hol dir selbst. Geh mal in eine Disco, da gibt's genug Frauen. Oder was weiß ich, Speeddaten. Ich hab doch selber keinen Plan. Sehe ich den von hier irgendwo? Das ist hell. Ich will nicht, dass es hell ist. Ich bin ein Schatten. Wo muss ich hin? Da hoch? Auf den Dachboden? Schatten. Glaskin! Es ist ein Scheißname. Wir werden dich anders nennen. Alter, es ist so ruhig. Ich will kein Frauchen sein! Okay? Dann kommen wir klar miteinander. Hallo? Los geht's, du alte Sau. Hier komme ich nicht weiter. Oh Mann, Alter, das ist hier so die Todesstimmung. Hey, ich will hier durch. Naja, ich lade ja schon nach. Alte Mutter, ey. Ich hab... Nee, Alter, nee. Echt nicht. Nein. Oh Gott, ich war voll nah gehört. Fuck. Oh Gott. Kein Geschenk, Junge. Ich... Nee. Alter. Ich... Nein! Kein Frauchen! Weiter geht's. Wir werden das schaffen. Eh nicht, aber... Ich tu so. Oh Gott. Oh! Nein. Weiße Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Hängt da eine Leiche oder was? Ich dachte, das wäre der Typ gerade. Ach, Tatsache. Der hängt da. Na, dann ist ja alles gut. Hängen geblieben! Alter, wenn ich an dem vorbeigehe, zappelt der. Ich wette mit euch. Achtung! Ah, okay, doch nicht. Alter, ey. Glaskin, geh nach Hause. Wow! If they catch us,
Alter, guck dich mal an, du hast da irgendwas im Gesicht, ey, das ist übel eklig, geh zum Arzt, oder? Alter, Gesichtsherpes auf Doom. Jetzt ist er weg. Alter, ich, nein, ich... Alter, schon wieder gleich alle, jetzt reicht's. Jetzt gehen wir voran. Kill the rats! Hier! Inside the walls! Was? Scheiße! Scheiße! This idiot wants to die. Geh da hoch! Hä? Ich konnte da gerade nicht weiter. Ich lade nach. Ah, hier. Ach, shit. Speichern. Ist hier eine Batterie? Hallo? Ja. Oh, Batterie ist hier wie Leben, Alter. In diesem Spiel sind Batterien wie Leben. In anderen Spielen. Wie Herzen. Alter, Leute, ich gehe hier echt durch die Hölle für euch. Wobei, diese Folge geht ja noch, aber... Nee, eigentlich hatten wir jetzt schon 3, 4 Jumpscares. Was ist denn das hier? Jetzt kann ich da durch, aber hier liegen noch Batterien. Batteritos. Wit. Batos Ritos. Oh, ein Dokument. Zack. Dokument. Patient Dennis. Dissoziativa Dennis. Ich überfliege da... Oh, ne, das ist ein Brief. Das kann man vorlesen. Dr. Ford, an diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patient Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen vieren von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um 2 Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder ob es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellung und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfahrung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremem Narzissmus und seiner Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hab ich Bock. Was hier? Achso. Alter, ich weiß nicht, ob das gut ist, Leute. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir gehen weiter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich... Oh Gott. Oh mein Gott. Kann ich hier hochklettern? Was war das? Ich habe wieder einen Jumpscare verpasst, oder? Es tut mir leid. Naja, aber vielleicht gibt es in der nächsten Folge noch mehr Jumpscares. Kann ja sein. Ah!